Herzlich willkommen zu unserem Ukraine-Online-Austausch Nummer 24. Es geht heute wieder um Wohnen und Unterbringung. Wir haben spannende Gäste dabei, spannende Referentinnen dabei, nämlich einmal aus dem Main-Taunus-Kreis, Frau Köhne, und von der Alliance for Ukraine, nicht nur Red Büttrich, sondern vom Project Together, nämlich das Thema Plattform. Wie weit entwickelt sich die Plattform weiter zum Thema Wohnen und Unterbringung? Ein Thema mit sehr großen Herausforderungen zu den Kommunen, für die Kommunen. Ich gebe jetzt gerne weiter an Red Büttrich für den konkreten Ablauf. Genau. Also die beiden angesprochenen Impulsgeberinnen werden zuerst an die Reihe kommen, wie sie das gewohnt sind von diesem Format. Wir haben heute, dadurch, dass es nur zwei sind, ein bisschen mehr Zeit für Fragen im Anschluss. Also würden wir da immer 5 Minuten Räume einbauen und würden nach diesen beiden Impulsen dann auch nochmal in 15 Minuten drei geteilten Räumen gehen, um ja auch sie mal zur Sprache kommen zu lassen und vielleicht das ein oder andere spontane Best-Practice-Beispiel auch noch hier einzuwerfen. Am Ende kommen wir dann nochmal zurück in großer Runde, vergleichen die Lerneffekte, die in diesen Räumen passiert sind, und gehen danach alle gemeinsam in die verdiente Mittagspause. Und jetzt steigen wir aber sofort ein. Claudia, deine. Wunderbar. Ja, wir fangen an mit Frau Köhne. Frau Köhne, Marianne Köhme, ist vom Ökumenischen Asyl- und Integrationskreis Hofheim im Main-Taunus-Kreis. Und spannend ist, dass hier wirklich versucht wurde, private Wohnraumanbieter, Anbieterinnen zu unterstützen. Und zwar ja sowohl mit Beratung, aber auch finanziell und mit einem ja großen, tatkräftigen Netzwerk, das dahinter steht. Frau Köhne, danke für Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank, Frau Walter. Ich hoffe, Sie können mich hören und können die Folie auch sehen. Ja, können Sie mich hören? Ja, alles sehr gut, gut, sehr gut, sehr gut. Gut, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und sehr gerne erzähle ich Ihnen ein bisschen, was bei uns hier im Main-Taunus-Kreis im Umfeld Wohnen los ist, mit ein paar Highlights. Vielleicht der Main-Taunus-Kreis, den werden nicht alle kennen, ist einer der kleinsten Kreise in Deutschland und liegt genau zwischen Frankfurt und Wiesbaden am Südrand des Taunus. Und die Stadt Hofheim, aus der ich komme, ist Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises. Und ein Vertreter der Stadt, der Herr Schmidt, ist auch heute dabei, habe ich gesehen. Das finde ich jetzt sehr schön. Ich wollte Ihnen in diesem Flashlight zwei kurze Impulse mitgeben. Der eine Impuls kommt über den Main-Taunus-Kreis selber. Beide Impulse drehen sich um das Thema Privatwohnungen und nicht öffentlicher Wohnraum und diese Dinge. Weil gerade im Umfeld Ukraine-Flüchtlinge spielen Privatwohnungen ja eine sehr, sehr große Rolle. Aber auch im Umfeld aller anderen Flüchtlinge natürlich. Und da wollte ich über zwei Dinge sprechen. Einmal im Kontext Mietverträge und Kosten und das andere nochmal mit dem Fokus auf unvermieteten Wohnraum. Zum Ersten das Thema Geflüchtete in Privathaushalten. Von den Ukraine-Flüchtlingen sind sehr viele im Privathaushalt spontan aufgenommen worden, als die Krise begann, voriges Jahr im April. Im März schon. Und der Main-Taunus-Kreis unterstützt hier auch tatkräftig, auch in enger Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. Also ich selber bin in einem Ehrenamtsnetzwerk tätig. Die Frau Walter hat das vorhin schon erwähnt. Aber wir haben auch enge Kontakte und Austauschrunden mit dem Main-Taunus-Kreis. Und zum einen machen sie das, was wahrscheinlich viele Kreise in Deutschland machen. Sie unterstützen durch die privaten Vermieter, die Wohnraum mit Mietvertrag anbieten. Da gibt es einfach relativ einfache Vorlagen, Mietbescheinigungen, damit man die Miete erstattet bekommen kann. Das ist eigentlich wahrscheinlich überall Stand der Dinge. Was ganz interessant ist, was ich hier schon mal erwähnt hatte, es wird auch unterstützt beim Wohnen ohne Mietvertrag. Und das scheint nicht überall der Fall zu sein. Wenn man in einer Privatwohnung Ukraine aufgenommen hat und nicht extra Mietvertrag abschließen möchte und sie dort wohnen lassen möchte, hat man trotzdem Kosten für die Unterkunft. Nicht nur fürs Wohnen, also alle Haushaltsgebühren wie Müllabfuhr, Straße kehren und so, sondern auch für Heizung und Strom.
Und das ist gerade in den letzten Wochen mit den Preisanstiegen auch viel eklatanter geworden. Und wir sehen auch, dass Vermieter, die privat aufgenommen haben, jetzt sagen, wir hören das von den Flüchtlingen, ah, das wird mir jetzt doch zu teuer und sucht euch lieber eine Wohnung, ja, woanders was. Und hier gibt's eine Möglichkeit, sich die Kosten von Wohnen, Heizung und Strom erstatten zu lassen vom Main-Taunus-Kreis. Und das ist ein recht einfaches Formular, das hoffentlich jetzt aufgeht. Ja, hat geklappt. Man muss nur eine solche Unterkunftsbescheinigung für die Unterbringung aus der Ukraine in Privathaushalten ausfüllen mit den persönlichen Daten, was an Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und welche Personen das sind. Man muss bestätigen, dass kein Mietverhältnis entsteht und dann die Kosten angeben, die für Wohnen, Umlage, Heizung und Strom entstehen und dies dann beim Kreis einreichen. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, sich wenigstens, wenn man schon ohne Mietvertrag vermietet, diese Kosten erstatten zu lassen. Ja, das ist das, was ich, jetzt muss ich zurückgehen und ich hoffe, das klappt, ohne dass ich Sie rausbringe. Jetzt bin ich aus dem Meeting geflogen, oder? Sehen Sie mich noch? Sie sind noch drin, Sie sind noch gut. Drin. Wenn Sie, machen Sie einfach den Zoom. Ich gehe wieder auf die Präsentation ja. Das ist immer das Problem, wenn man zwischendurch ins Internet geht. Also diese zwei Möglichkeiten werden vom Main-Taunus-Kreis auf Kreisebene angeboten. Ja, Unterstützung bei Mietverträgen, klar, aber auch ohne Mietenvertrag. Da bin ich natürlich ganz neugierig, was andere nachher in der Diskussion dazu sagen, was es woanders gibt. Hier nochmal ein Auszug dieser Bescheinigung. Unterkunftsbescheinigung. Der zweite Punkt, da möchte ich auf das Thema unvermieteter Wohnraum hinweisen. Es wird ja sehr, sehr viel über Wohnraum schaffen gesprochen, Neubauen, Baumaßnahmen, große Diskussionen auch beim Flüchtlingsgipfel. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur Wohnraumbeschaffung. Und dazu haben wir hier im Main-Taunus-Kreis auf eine private ehrenamtliche Initiative vom Alan Peschkewitsch hin schon eine Netzwerkgruppe geschafft, die sich regelmäßig austauscht zu Ideen im Umfeld Wohnraumbeschaffung. Was haben wir für Erfahrungen gesammelt? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Das ist eine Mischung von Haupt- und Ehrenamtlichen, die das Anliegen haben, bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Und es beschränkt sich nicht auf die Ukraine. Das zeigt, dass wir schon früher angefangen haben, sondern auch auf andere Flüchtlinge und sozial schwache Menschen, betrifft aber natürlich auch die Ukraine. Und wir treffen uns so 3 bis 4 Mal im Jahr. Unser Ziel dieser Gruppe ist, dass wir Herausforderungen identifizieren bei der Wohnraumbeschaffung und was wir zu kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsansätzen gehört haben. Da haben wir lange drüber diskutiert, haben die dann auch so ein bisschen systematisiert, was wir da sehen, einen kleinen Flyer dazu gemacht und uns dann entschieden, dass wir erstmal einen Schwerpunkt setzen müssen, mit welchem Lösungsansatz wir uns beschäftigen. Und das ist momentan der Wohnungsleerstand, weil wir hier die größten Chancen sehen, relativ kurzfristig auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder Wohnraum zu ermitteln, der genutzt werden kann. Wenn man durch die Städte geht oder durch die Orte hier in Hofheim, Kreisstadt, sieht man relativ viele leere Wohnungen, nicht nur leere Grundstücke, sondern leere Wohnungen, Rollläden runter, nicht vermietet. Was ist mit denen? Warum werden die nicht vermietet? Das ist unser Thema. Wie können wir die Besitzer erreichen und motivieren, um zu vermieten? Und was wir darüber hinaus wollen, ist auch Entscheidungsträger in den Netzwerken, in denen wir sind, anzuregen, durch Kontakte der Teilnehmenden Kommunen anzusprechen, Verbände, Vereine, Kirchengemeinden und diese als aktive Unterstützende zu gewinnen, um solchen unvermieteten Wohnraum verfügbar zu machen. Nur so ein kleines Blitzlicht dazu, kurzfristige Chancen. Der primäre Fokus ist eben auf leerstehendem oder auch renovierungsbedürftigem Wohnraum. Alte Leute, die Wohnungen leerstehen haben. Wie und wohin können solche Objekte gemeldet werden, zum Beispiel an Kommunen?
und auch niedrigschwellige Werbung zu machen, diesen Wohnraum zu melden. Das geht am besten durch unsere Netzwerke und direkte Kommunikation bei Treffen in Kommunen, Vereinen, Kirchengemeinden. Es ist nicht nur sonntags an der Kirchentür, das sind die alten Herren beim Fußballverein oder wenn sich die Tanzsportgruppe getroffen hat und man sitzt in der zusammen, mal zu fragen, hey, was ist eigentlich mit deiner Wohnung? Was hast du denn damit vor? Ja, also niedrigschwellige Werbung für dieses Projekt zu machen. Auch Dinge wie Wohnung gegen Hilfe, alterspraktische Unterstützung zu leisten und so weiter. Da gibt es eine ganze Palette und wir haben das auch vertieft noch untersucht und auch kleine Projekte dazu gestartet. Das kann mal ein Thema eines anderen Treffens sein. Da sind wir sehr dran und in den Kommunen, mit den Kommunen, mit den Ehrenamtlichen und hoffen da doch noch weiteren Wohnraum verfügbar zu machen, der so dringend gebraucht wird. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Köhne. Also ich finde das ein ganz tolles, konkretes Beispiel. Es hört sich so leicht an, aber ich glaube schon alleine dieses konkrete Ansprechen durch ein ganzes Netzwerk, was da auch hintersteht, ist auch mühevoll. Aber es lohnt sich offensichtlich. Genau, jetzt, hoffentlich. So, genau. Ich mache das Intro auch ganz kurz. Meine Kollegin Katalin Hartwig wird Ihnen jetzt vorstellen, was sich auf Bundesebene zu der ganzen Thematik vielleicht auch in den letzten Monaten bewegt hat. Und ich würde da ohne großes weiteres Intro einfach an dich geben, Katalin. Genau, mein Name ist Katalin Hartwig. Ich bin auch Teil des Teams der Alliance for Ukraine, auch erst seit dem 1.2., aber habe von anderer Seite eben auch das Projekt schon länger mitbegleitet oder beobachtet. Ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben in das Vorhaben, die Matching-Plattform, die für private Hosts und Geflüchtete aus der Ukraine vom BMI entwickelt werden soll oder wird, kann man schon fast sagen. Genau, das machen sie zusammen mit Wunderflats, die diese Plattform entwickeln. Unterkunft Ukraine ist mit dabei und wir als Alliance for Ukraine begleiten den Prozess. Gerne weiter. Genau. Bevor ich jetzt in die Details der Plattform gehe, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und möchte kurz nochmal einen Blick darauf werfen, wie ist es eigentlich zur Entstehung dieser ND gekommen? Sie kennen die Situation alle. 2022 sind sehr viele Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen. Die Zahlen stiegen, insbesondere im September nach dem Sommer. Fingen Kommunen an zu sagen, sie sind überlastet, Aufnahmekapazitäten sind nicht mehr da. Einzelne Kommunen und auch sogar Bundesländer haben Aufnahmestopps verhängt. Und es war damals auch dieses Narrativ oder die Befürchtung, dass in den Wintermonaten, wenn es kälter wird, die Angriffe auf die zivile Infrastruktur zunehmen, sehr viel mehr Menschen nach Deutschland kommen werden und die Aufnahmekapazitäten immer knapper werden. Gleichzeitig, wie wir es ja auch gerade schon gehört haben und Sie auch alle wissen, war eine Besonderheit, dass viele Geflüchtete privat aufgenommen sind. Und das war ist immer noch ein neues Phänomen, das wir zum Beispiel aus 2015 und 16 ja auch so nicht kannten. Mit diesem Druck, den ja auch die Kommunen sehr aufgebaut haben, fand dann ein Flüchtlingsgipfel im Oktober statt. Der erste Flüchtlingsgipfel, der zweite steht jetzt übermorgen an, wo eben auch nochmal gemeinsam nach neuen Lösungen geguckt worden sind. Neben der Bereitstellung damals von Bundesimmobilien wurde danach eben auch ein dreitägiger Stakeholder-Workshop seitens des BMI organisiert, um nach innovativen neuen Lösungsansätzen zu finden, um kurzfristig Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. In diesem Workshop kristallisierte sich eigentlich auch eben der Ansatz raus, wir müssen die private Unterbringung stärken, weil es möglichst kurzfristig hier Wohnraum entweder beibehalten werden kann, sage ich mal, wenn wir einen Blick darauf werfen, oder eben sogar zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.
Es fanden weitere Stakeholder-Treffen danach noch statt, um eben auch die Idee ein bisschen konkreter zu fassen. Gerne noch mal eine Folie weiter. Genau, und die Idee der Stärkung der privaten Unterbringung basiert auf der Annahme, dass es immer noch eine hohe Bereitschaft gibt, Geflüchtete aufzunehmen. Im Herbst gab es dazu zwei Umfragen, einmal seitens des DECIM-Instituts, dass die privaten Hosts, die über Unterkunft Ukraine vermittelt wurden, befragt hat. Und zwar haben dort über 80% der Menschen gesagt, sie würden es wieder Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen. Und darüber hinaus hat auch Project Together eine repräsentative Studie in Deutschland durchgeführt. Und da kam auch raus, dass über 20% der Menschen bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Allerdings wurden auch einige Hindernisse benannt, die es schwierig machen. Und das ist auch, genau, also diese sind, wie wir auch schon gehört haben, eben die schwierigen bürokratischen Prozesse, die Befürchtung vor Mehrkosten, insbesondere eben jetzt mit steigender Inflation, eine teilweise fehlende Unterstützung bei alltäglichen Fragen, einmal Fragen zum Thema, wie bringe ich die Menschen überhaupt unter, wie gestalte ich einen Mietvertrag, wie kann ich vielleicht auch Kosten erstattet bekommen, aber auch eben dann auf Seiten der Geflüchteten, wie finde ich einen Kita-Platz, wo kann ich hier einkaufen gehen und ganz alltägliche Fragen. Gleichzeitig das Thema der Sicherheitsbedenken, da ist ja man sehr im Privaten dann ist und nicht klar ist, genau, wie werden die privaten Gastgebenden verifiziert, aber auch seitens der Geflüchteten gab es Bedenken. Und natürlich auch von Seiten der Behörden oder Kommunen eine Überlastung, wenn nun sehr viele vereinzelte private Hosts auf die Kommunen zu gehen und Fragen zu Mietverträgen, zu Kosten, zu sonstigem haben. Gerne weiter. Genau, und die Idee, die dann entstanden ist oder die Lösung ist der Aufbau einer Matching-Plattform, das genau diese Hindernisse, die ich gerade beschrieben habe, einmal adressieren soll und darüber hinaus die Entwicklung einer Mobilisierungskampagne, um eben auch weiter private Hosts, BürgerInnen zu motivieren, den verfügbaren Wohnraum, den sie eventuell noch haben, zur Verfügung zu stellen. Gerne weiter. Das Unternehmen Wunderflats unterhält aktuell schon eine Plattform, die möblierte Wohnungen sowohl an jegliche Person, sage ich mal, vermittelt, aber eben seit Ausbruch des Krieges auch an Geflüchtete aus der Ukraine. Wir haben quasi schon diese Plattform und diese wird nun weiterentwickelt, sodass sie dann auch oder mit dem BMI eben weiterentwickelt, sodass sie dann auch für Kommunen zur Verfügung stehen kann. Hier haben also das war jetzt nur ein kurzer Überblick, wie diese Plattform aussieht. Das können Sie sich gerne auch schon jetzt angucken, da sie schon aktiv ist und jetzt aktuell weiterentwickelt werden soll. Ich möchte nun einmal mit Ihnen so ein bisschen durch den Prozess gehen, damit Sie eine Idee haben, wo die Plattform eigentlich andockt, wo sie unterstützen kann, wie sie wirkt. Genau, wir kommen Ankunft in Deutschland. Die Geflüchteten registrieren sich und werden nach Königsteiner Schlüssel verteilt. Sie sind erstmal in den Aufnahmeeinrichtungen untergebracht und können dann, aber wenn sie eben in ihrem Landkreis hin verteilt worden sind, dann auf die Plattform zugreifen. Das heißt, sie können Geflüchtete selbst, aber auch kommunale Mitarbeiter können eine Unterkunft auf der Plattform für die Geflüchteten suchen, eine Anschlussunterbringung. Die BürgerInnen tragen ihren Wohnraum auf der Plattform ein und werden eben auch verifiziert. Sie müssen Bilder hochladen von ihrer Unterkunft. Sie müssen eine kurze Beschreibung angeben, was sie anbieten, wer sie sind
Und genau, und es gibt so ein, Sie müssen Ihren Pass hochladen. Also wie analog zu so einem Postident-Verfahren werden Sie überprüft. Was auch wichtig ist, dass über die Plattform auch die Fiktionsbescheinigung beziehungsweise Aufenthaltserlaubnis mit eben der Wohnsitzauflage eingescannt werden kann auf der Plattform und eben dadurch dann das System nur Unterkünfte anzeigt, die im Rahmen des Landkreises, zugewiesenen Landkreises sind, verfügbar sind. Wenn die, genau, dann so Geflüchtete, sage ich mal, und die privaten Hosts sind dann im Austausch über das mögliche Wohnungsangebot, gucken, ob das passt, ob die von den Zeiten, von der Verfügbarkeit das passt. Geflüchtete können individuelle Bedürfnisse angeben oder Bedarfe angeben. Können wir ein Haustier mitbringen? Wir haben ein kleines Kind, können wir das da unterbringen? Solche Fragen können dort beantwortet werden. Und wenn private Host und geflüchtete Person oder Familie sich einig sind, schließen sie über die Plattform automatisch einen standardisierten Untermietvertrag ab. Und dieser wird eben auch dann der Kommune zur Verfügung gestellt, die dann die Kosten der Unterkunft direkt an den Vermieter erstattet. Die Geflüchteten erhalten dann eben weiterhin ihre Leistungen des zur Sicherung ihres Lebensunterhalts. Das geht dann eben direkt an die Geflüchteten. Wenn die Person eingezogen ist, hat die Plattform ein integriertes Ampelsystem. Und das soll dazu dienen, soll zur Sicherheit dienen. Das heißt, wenn die Geflüchteten eingezogen sind, werden sie sofort nach Einzug, aber dann auch monatlich befragt, wie sie sich in der Unterkunft wohlfühlen, ob alles in Ordnung ist, und können eben dann mit grün, ja, ist alles perfekt, gelb, es ist nicht ganz so gut, man muss da nochmal hingucken, oder eben rot, es geht gar nicht, antworten. Und je nachdem, was sie geklickt haben, dann geht ein weiterer Prozess weiter. Bei gelb wird Kontakt mit der Person aufgenommen und nochmal seitens der Plattform Kontakt aufgenommen und gefragt, warum die Person sich nicht wohlfühlt, wie man unterstützen könnte. Und bei rot werden dann eben auch Telefonnummern zur Polizei oder auch Hilfetelefone weitervermittelt oder weitergegeben. Das Gleiche gibt es dann auch auf Seiten der privaten Hosts, die genauso das Ampelsystem nutzen können. Über die Plattform gibt es ein Callcenter, also es steht immer auch Ansprechpartner, stehen privaten Hosts wie auch Geflüchteten, die die Plattform nutzen, oder auch kommunalen Mitarbeitenden zur Verfügung. Beim Auszug ist es natürlich, oder beim Ende, sage ich mal, des Mietverhältnisses, können die Geflüchteten auch über die Plattform in dem Ort, in dem Landkreis eine Anschlussunterkunft suchen. Und die Kommune wird darüber informiert, dass eben der Mietvertrag bald endet und möglicherweise eine Anschlussunterbringung notwendig ist. Gerne weiter. Genau, das ist war der Prozess. Und jetzt nochmal kurz, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, die adressierten Hindernisse, die ich vorhin gesagt habe, also welche Vorteile gibt es? Und das auch nochmal, ich mache es ein bisschen kürzer, Sie bekommen die Präsentation im Nachgang, wird die auf der Website hochgeladen, da können Sie sonst auch nochmal detaillierter nachgucken. Genau, aber die BürgerInnen haben eben über diese Plattform ein Ansprechpartner, Sie können die Hotline der Plattform nutzen oder auch finden dort sehr konzentriert Informationen, alles rund um Wohnen, um Vermietungen, was Sie sonst oft nicht haben. Durch den standardisierten Mietvertrag oder überhaupt den Prozess, durch den Sie geleitet werden, Ihr Wohnungsangebot da hochzuladen, ist es sehr vereinfacht, ist die Bürokratie sehr vereinfacht, würde ich sagen. Es ist für Sie einfacher, eben auch dann an die Kosten, an eine Erstattung der Kosten zu kommen. Die
Sicherheit ist erhöht, weil eben auch Geflüchtete durch die Identifizierung ihres Passes und ihrer Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis sie eben verifiziert werden. Genau, also das Ampelsystem trägt weiterhin eben auch für Geflüchtete und für die BürgerInnen zu einer Sicherheit bei. Und also vielleicht kurz das zum Bereich der BürgerInnen, die dort ihr Angebot hochladen können. Für die Geflüchteten ist vielleicht auch ein großer Vorteil, dass sie selbstständig auf die Plattform gehen können, ihre eigenen Bedarfe dort angeben können und natürlich im Vergleich zu einer größeren Unterkunft, Massenunterkunft, Turnhalle, wie es ja leider dann doch jetzt auch wieder vermehrt aufgebaut wird, ist die private Unterbringung oft sehr viel menschenwürdiger und auch integrationsfördernder. Ich glaube, das ist auch Gleiches, wie ich eben bei den privaten Hosts gesagt habe. Die Sicherheit ist definitiv auch bei den Geflüchteten über die Plattform gegeben. Für die Kommune sind zusätzliche kurzfristig vorhandene Unterbringungskapazitäten da, die eben auch kostenfrei vorgehalten werden können. Es gibt eine Transparenz darüber hinaus, auch über die Kapazitäten in den anderen Bundesländern. Man hat natürlich Zugang zu der gesamten Karte, Deutschlandkarte, ich sag mal, auf dem Angebote eingetragen werden. Über eben diesen auch zum Beispiel standardisierten und automatisierten Untermietvertrag wird auch auf Seiten der Behörden die Bürokratie vereinfacht und Gelder können einfacher ausgeschüttet werden. Darüber hinaus ist eben über das System auch eine Unterkunftsplanung recht gut möglich, weil man eben genau sieht, okay, diese Person oder diese größere Familie ist noch 6 Tage in der Unterkunft mit dem Mietvertrag und braucht dann eine Folgeunterbringung. Das ist der Plan aktuell. Sie können gerne eine Folie weitergehen. Und was wahrscheinlich Sie jetzt alle schon umtreibt, ist die Frage, wann ist es denn soweit? Aktuell ist es so, dass Wunderflats, die diese Plattform entwickeln und umsetzen werden, einen AMIF-Antrag mit vorzeitigem Maßnahmebeginn idealerweise morgen einreichen. Das heißt, Sie können übermorgen damit starten. Für die Entwicklung der Mobilisierungskampagne, die eben auch ein ganz zentrales Element für die Plattform ist, weil wenn wir keine privaten Hosts haben, die freiwillig ihren Wohnraum auf die Plattform draufsetzen, bringt die schöne Plattform am Ende auch nichts. Für den Start der Mobilisierungskampagne rechnen wir mit März. Und die Fertigstellung der Plattform mit allen Funktionen, wie ich sie gerade beschrieben habe, wird im April vielleicht als kleines Ostergeschenk dann fertig sein. Aber die Plattform ist auch jetzt schon nutzbar. Das heißt, Sie können es gibt Angebote, die genutzt werden können, an die Geflüchtete vermittelt werden können oder eben auch Geflüchtete selbst Unterkünfte suchen können. Gehen Sie gerne mal da drauf und gucken sich um. Genau, zu guter Letzt vielleicht noch ein Blick in die Zukunft, ein visionärer Blick, weil diese Plattform soll natürlich nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine, die jetzt in den nächsten Monaten zu uns kommen, genutzt werden, sondern sie soll langfristig für die Unterbringung von Menschen in Not genutzt werden. Es entstehen eben dadurch zusätzliche Unterbringungskapazitäten, die bei Bedarf genutzt werden können, analog eines atmenden Systems. Zum Beispiel jetzt auch, wir haben es wieder, die Katastrophe in der Türkei und Syrien, Erdbebenopfer, die wohnungslos geworden sind, könnten
eben auch Unterbringung, Unterkünfte kurzfristig über so eine Plattform finden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu weit weg, aber wenn das in Deutschland Ahrtal-Katastrophe zum Beispiel analog, für solche Fälle könnte das gut genutzt werden. Und darüber hinaus, die Stärkung der privaten Unterbringung fördert natürlich auch ganz maßgeblich die Integration und Teilhabe der Geflüchteten und stärkt somit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Hier findet einfach Begegnung 1:1 statt. Und ich glaube, das ist auch die große Vision, für die Project Together da antritt, und das sehr unterstützt, das Vorhaben. Vielen Dank. Genau, ich bin sehr gespannt auf Ihre Rückfragen und auch Ihre Anmerkungen, und auch gerne, wenn wir das in diesem Rahmen nicht schaffen, schreiben Sie mir gerne. Wir sind da sehr im Austausch und freuen uns über Ihre Anmerkungen. Vielen Dank, Katalin. Dann danke ich für diesen sehr lebhaften und ein bisschen zeitlich überzogenen Austausch. Claudia, was wären denn Learnings aus diesen letzten 60 Minuten? Ja, das, also einmal diese Begrifflichkeiten finde ich interessant, und das passt dazu, dass wieder mal das Thema Kommunikation sehr entscheidend ist und auch Vertrauensarbeit. Darauf hatte Frau Köhne hingewiesen. Dann innovative Lösungsansätze, dass man sich darauf fokussiert, und nehme ich mit, so eine Plattform könnte definitiv helfen, so eine weiterentwickelte Plattform. Und drittens finde ich es wirklich herausfordernd, die Frage, nur Ukrainerinnen bei der Wohnungssuche zu unterstützen, aber auch andere notleidende Menschen oder Menschen, die auch in so einer Notsituation sind. Und du, Rett? Ich glaube vor allen Dingen den letzten Punkt, die weitere Gefahr einer Zweiklassenbehandlung von Geflüchteten ist natürlich da. Aber man kann es natürlich auch optimistisch sehen und sagen, wir kreieren hier eine Blaupause für die Gesamtgruppen zukünftiger Bewegungen. Das fände ich für mein Wohl, ich glaube, sympathischer. Und ansonsten trotzdem zu sehen, dass sich sowohl auf kommunaler als auch auf staatlicher Ebene, zumindest im Thema privater Unterbringung, einiges tut, jetzt nach einem Jahr oder fast einem Jahr. Gibt Hoffnung. Gibt Hoffnung, wunderbar. Ja. Vielen Dank, bisschen später als sonst, aber ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Vielen Dank an beide Referentinnen, Marianne Köhne und Katalin Hartwig, für die tollen Beiträge. An Rett Büttrich für die tolle Zusammenarbeit. Meine Kollegin Bianca Zerta für die technische Unterstützung. Alle, die hier an der Diskussion beteiligt waren, an Sie alle, die teilgenommen haben. Wir freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind, am 28. Februar, zum Thema Informationsbeschaffung auch im Internet und im Kommunen. Wieder um 13.30 Uhr. Jetzt erstmal einen schönen Nachmittag und viel Erfolg bei dem, was Sie tun. Bis nächstes Mal. Tschüss.